Hallo, meine lieben Ananischen und willkommen zurück bei Sweet Amores Schulleben. Wir spielen Episode 33. Die Party bei Iris ist quasi im vollen Gange. Sie wollte uns gerade erklären, was wir alles Vorbereitendes tun können. Da hat's an der Tür geschellt. Und wer da dran ist, werden wir wohl jetzt erfahren. Mist. Ich glaube, du kommst nie zu Wort. Ich hörte, wie Rosa hinter mir ein Lachen unterdrückte. Okay, also bleibt, wo ihr seid. Ich bin gleich wieder da. Sie rannte zur Tür. Wir werden wohl noch doch Topfschlagen spielen. Soll wohl ein Witz sein. Das hoffe ich, sonst hau ich ab und zwar gleich. Wir sind doch fast erwachsen. Wir müssen es doch nicht machen, wenn wir keine Lust haben. Vielleicht legen wir Musik auf und... Und tanzen? Das wäre klasse. Kommt gar nicht in Frage. Viola sank mehr und mehr in sich zusammen. Ich konnte sie mir nur schwer auf der Tanzfläche vorstellen. Keine Panik, niemand wird dich zu irgendwas zwingen, das du nicht tun möchtest, okay? Sie nickte, schien aber nicht vollends überzeugt zu sein. Ich denke, Iris will nur, dass wir alle Spaß haben. Unterstell dir doch keine haarsträubenden Ideen, solange wir nicht wissen, was sie geplant hat. Hat sie jetzt Essen bestellt, oder? Ich kann mir denken, dass Tanzen eine haarsträubende Idee für dich ist. Was solltest du an? Oh, Melody! Hallo alle miteinander. Melody fehlte ja noch. Entschuldig die Verspätung. Kein Problem, du kommst gerade richtig. Ich hatte vor, uns in zwei Gruppen aufzuteilen. Eine Gruppe kocht und die andere organisiert Aktivitäten. Willst du damit sagen, dass du gar nichts geplant hast? Naja, es ist doch schöner, das gemeinsam zu entscheiden, oder? Da hat Iris recht, es ist viel cooler, wenn sich alle einbringen. Die Ärmste, sie hat etwas Unterstützung bitter nötig. Bei all diesen Sturköpfen kann sie ja nur Beschwerden ernten. Okay, wer mag die Aktivitäten planen? Ich hob sofort die Hand. Es stand außer Frage, dass man mich an den Herd beförderte. Ich hätte auch Lust. Ihr wollt nicht wissen, was passiert, wenn ich mich zu lange in der Küche aufhalte. Ebenfalls. Ich plane lieber, was wir heute machen. Ich würde gern kochen. Ich auch. Das wundert mich nicht. Seit wann ist Liz da? Ich würde auch gern kochen. Ich nicht. Ich amüsiere mich lieber mit den Mädels. Er legte Rosalia und mir je einen Arm um die Schultern. Okay, ich komme mit in die Küche, um euch alles zu zeigen, was ihr braucht. Jungs, kommt ihr auch? Wir? Ja, ihr. Sie sah nicht besonders erfreut aus. Okay, in dem Fall bleiben Viola und ich hier und planen die Aktivitäten. Viola schien von dieser Idee nicht allzu begeistert. Die Gruppe teilte sich auf. Ich fragte mich, was für eine Aktivität wir finden könnten. Ich wollte gerade sagen, ist Armin jetzt der einzige Junge hier? Aber nein, Alexi ist auch noch da. Geh zu deinen Freunden, um zu entscheiden, was ihr als nächstes macht. Also, was wollen wir machen? Ein Gesellschaftsspiel? Oder wir könnten uns einfach in Ruhe unterhalten. Oder ein Songquiz? Ich würde mich einfach gerne unterhalten. Ja, es braucht nicht viel, um eine schöne Zeit zu haben. Habt ihr den Verstand verloren? Wie oft kommt es denn vor, dass wir uns mal alle außerhalb der Schule treffen? Das müssen wir nutzen, um was Besonderes zu machen. Und wie wär's mit Wahrheit oder Pflicht? Oh, Rosa, das gibt's doch nicht. Sie klingt schon wie Laeti. Ich hätte Lust. Ich bin zwar nicht dagegen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Leute wie Lysander und Castiel das spielen wollen. Du überraschst mich. Naja, vielleicht können wir das später machen. Wahrheit oder Pflicht. Wenn alle etwas entspannter sind und sich wohlfühlen. Du hast recht. Am Anfang brauchen wir was, was die Leute auftauen lässt. Wieso machen wir es nicht einfach wie in unserer Kindheit und spielen Fangen? Fangen? Machst du Witze? Und warum nicht Jungen fangen Mädchen, wenn wir schon mal dabei sind? Interessante Idee, nur würden manche von uns das wohl ausnutzen. Und da haben wir es. Er tut es schon wieder. Ich erdulchte ihn fast mit meinem Blick. Nein, mal im Ernst, was haltet ihr von dem Vorschlag? Ich finde das etwas unausgegoren. Es gibt kaum Regeln und gerät schnell außer Kontrolle. Und das ist alles, was dich daran stört?
Ich habe nie gern Fangen gespielt, als ich klein war. Das ständige Weglaufen hat mich zu sehr gestresst. Puppen waren mir lieber. Nur bezweifle ich, dass wir heute Abend mit Puppen spielen werden. Wir könnten doch Iris fragen, ob sie noch alte Puppen rumliegen hat und damit einen Horrorfilm drehen. Ich glaube, wir schweifen gerade etwas ab. Mann, Scherz. Wie wär's mit einem Kompromiss? Spielen wir doch Verstecken. Kommt doch aufs Gleiche raus. So ein Unsinn. Was hat man dir als Kind bloß beigebracht? Das sind zwei völlig verschiedene Spiele. Ich spiele sowieso lieber Verstecken als Fangen. Fordert mehr Gerissenheit. Ist das euer Ernst? Also ich find's lustig. Oder ich hab nicht wirklich eine Meinung dazu. Oder, also mir gefällt das nicht. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich find's jetzt nicht. Find's jetzt nicht schlimm. Ich fänd's lustig. Oh, danke. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr überhaupt vorhabt, euch heute Abend zu amüsieren. Ich glaub's ja nicht. Wie alt seid ihr bitte? Ich denke, das könnte eine gute Idee sein, aber ich bin nicht sicher. Oh Mann, mit euch kommt man ja nie zu Potte. Ihr hinterfragt viel zu viel. Sehe ich auch so. Wir sollten es wenigstens versuchen und wenn's wirklich keinen Spaß macht, spielen wir eben was anderes. Wieso redest du immer von Spielen? Rosa, liebste Rosa, vertraust du mir denn nicht mehr? Komm mir nicht so. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du schon halb überzeugt bist. Na kommt, legen wir los. Was haben wir denn zu verlieren? Nur unsere Würde. Schlussendlich konnten wir uns alle darauf einigen, dem Projekt Verstecken eine Chance zu geben. Ich erklärte mich bereit, es den anderen mitzuteilen. Zu neugierig war ich auf die Reaktion bestimmter Anwesender. Teile dem Rest der Gruppe mit, welches Spiel auf dem Programm steht. Okay. Es tut mir sehr leid, aber ich halte nichts davon. Wir brauchen es doch nicht. Chill mal, du bist echt anstrengend. Ich sehe da kein Problem. Wenn jeder vernünftig bleibt, braucht sich niemand querzustellen. Meine Mutter war einverstanden. Wir trinken beim Essen immer einen Schluck. Das lockert die Stimmung. Ist doch nichts dabei. Erwartet nicht, dass ich das gut heiße. Ich gehe lieber zu den anderen. Sie drehte sich auf dem Absatz um und wollte gerade das Zimmer verlassen. Oh, als sie mit mir zusammenstieß. Entschuldige mich, Wuli. Sie ging um mich herum und stürzte nach draußen. Was ist denn hier los? Ist doch offensichtlich. Ich ließ meinen Blick durchs Zimmer schweifen. Nath vermischte gerade den Inhalt einer Salatschüssel, Castiel und Iris schnitten und schälten verschiedene Früchte, während Lysander sich daran machte, irgendwelche Säfte in Messbecher zu gießen. Dann entdeckte ich eine Flasche Rum. Ihr macht Punsch? Macht ihr Cocktails? Oder wollt ihr etwa Alkohol trinken? Ich habe keine Ahnung. Ihr macht Punsch? Gut erkannt, Blindfuchs. Das stört dich doch nicht, oder, Wuli? Naja, nein. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie getrunken. So viel Unschuld auf einem Fleck. Ich schmelze gleich vor Rührung. Ich konnte nicht umhin, ihm die Zunge rauszustrecken. Er zwinkerte mir unauffällig zu. Und was für eine Laus ist Melody über die Leber gelaufen? Ich glaube, sie befürchtet ein Gelage. Ich fand ihre Reaktion etwas übertrieben. Wir wollen immerhin nichts Böses, nur ein bisschen Spaß. Man kann auch ohne Alkohol viel Spaß haben. Allerdings hat sie meines Erachtens vorschnell geurteilt. Ich geb's nicht gern zu, aber ausnahmsweise bin ich mal Castiels Meinung. Ich träum wohl. Sie sollte sich ein wenig entspannen. Keiner von uns hat vor, über die Stränge zu schlagen. Ich zuckte die Schultern. Ich war noch nie auf einer Party gewesen, wo Alkohol angeboten wurde. Doch wenn wir verantwortungsbewusst damit umgingen, fand ich es auch nicht weiter dramatisch. Naja, jedenfalls bin ich nur hergekommen, um euch zu sagen, dass wir uns entschieden haben. Wir spielen Verstecken. Sehr witzig, Kleine.
Das ist kein Witz. Wir fanden, das könnte lustig werden. Ich denke nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ach nein? Was ist denn mit ihr los? Ich dachte, Iris wäre die Erste, die für diese Idee stimmen würde. Aber klar, ist witzig. Ich stimme dafür. Was? Macht er Witze? Castiel, geht's dir gut? Na, meinetwegen. Aber grundsätzlich bin ich derselben Meinung. Du solltest das nochmal überdenken, Iris. Es ist nur, ich wollte verhindern, dass zu viel Chaos entsteht. Wir sind doch keine Wilden. Wir werden aufpassen, versprochen. Na, okay, einverstanden. Wir fangen an, sobald der Punsch fertig ist. Okay, cool. Da fällt mir ein, wo ist eigentlich Kentin? Sollte er nicht bei euch in der Küche helfen? Keine Ahnung, vor ein paar Minuten hat er sich ausgeklinkt und auch nicht gesagt, wo er hingeht. Er war sich wohl zu fein für eine Erklärung. Wovon redest du? Na gut, entweder musste er zur Toilette oder er hat sich mal wieder mit Castiel gestritten. Auf jeden Fall sollte ich ihm ausrichten, wofür wir uns entschieden haben. Okay, dann lasse ich euch den Punsch fertig machen und wir treffen uns danach im Wohnzimmer. Perfekt. Melody muss ich ja eigentlich auch noch suchen, ne? Er sieht nicht besonders glücklich aus. Ach, da bist du ja. Ja, ich habe nur eine meiner Kontaktlinsen wieder eingesetzt. Mein Auge hat gejuckt und ich wollte sie nicht verlieren. Ich habe mal farbige Linsen anprobiert. Ist gar nicht so schwer. Man muss nur wissen, wie. Oder stell dich doch nicht so an. Oder schon wieder Linsen? Oder schon wieder die Linsen? Das muss ja kompliziert sein. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wieso irgendwas davon positiv oder negativ auf ihn wirken sollte. Keine Ahnung. Muss ja kompliziert sein. Süß, dass du dir Sorgen machst. Aber eigentlich ist es ganz einfach, wenn man Routine hat. Ich hatte wohl nur ein Staubkorn im Auge. Oh, das stelle ich mir echt unangenehm vor. Und wie? Jedenfalls habe ich dich gesucht, weil ich dir sagen wollte, was für eine Aktivität wir geplant haben. Sollte ich Angst haben? Wir haben uns auf eine Runde Verstecken geeinigt. Er wird entsetzt sein, garantiert. Ja, obwohl, er müsste bei der Army doch eigentlich so Klamotten gelernt haben. Eigentlich müsste er doch richtig geil auf das Spiel sein, oder? Verstecken? Das musste ich seit der 2. Klasse nicht mehr spielen. Ja, das habe ich mir gedacht. Naja, wenn ihr alle dafür seid, werde ich nicht den Spaßverderber spielen. Für mich geht das in Ordnung. Sehr gut. Na dann, lass uns zu den anderen zurückgehen. Okay, gehen wir. Das Versteckspiel beginnt. Wollten wir nicht uns im Wohnzimmer treffen? Mal ehrlich, ich verstehe nicht, was uns das bringen soll. Meiner Meinung nach sollte jeder tun dürfen, was er will. Wer hat das jetzt gesagt? Keine Ahnung. Bestimmt regte sie sich noch immer über die Sache mit dem Punsch auf. Ich hatte große Lust, ihr mal die Meinung zu geigen. Hoha, okay. Oder bestimmt regte sie sich immer noch über die Sache mit dem Punsch auf. Ich zog es vor, mich nicht einzumischen. Das ist jetzt eine gute Frage. Es kann halt irgendwie auch nach hinten losgehen, wenn ich mich einmische, ne? Nee, ich misch mich nicht ein. Gibt's ein Problem? Mist. Nichts, ich kann nur nicht nachvollziehen, weshalb die anderen Alkohol trinken wollen. Du solltest keine Angst haben, die wissen schon, was sie tun, glaube ich zumindest. Was für Alkohol denn? Hat jemand Bier mitgebracht? Nein, Iris wollte Punsch machen. Oh, klasse. Nach einem letzten hilflosen Blick verließ Melody den Raum. Was ist? Punsch ist doch lecker. Ja, aber Melody ist strikt dagegen.
Kommt ganz auf die Regeln an. Wenn wir uns überall in der Wohnung verstecken dürfen, dann garantiere ich euch, dass mich nie jemand finden wird. Fantastisch. Oh, nee, das ist eher ein fantastisch. Ich unterdrückte ein Lachen. Rosa war einfach zu süß, wenn sie derart einen auf Diva machte. Wie ich sehe, sind längst nicht alle begeistert von dem Plan. Sagen wir einfach, es ist nicht unbedingt Rosas Ding. Ja, aber wo sind denn die anderen jetzt? Endlich versammelten sich alle. Wir wollten uns doch im Wohnzimmer treffen, Leute. Was ist denn mit euch? Die Mädchen waren schnell überzeugt und Alexi übernahm die Führung. Super. Nun, da alle hier sind, lasst uns mal Nägel mit Köpfen machen. Aber ich meinte doch nur... Ab sofort ist es verboten, hier schlechte Stimmung zu verbreiten, Rosa. Nun denn, zunächst müssen wir jemanden bestimmen, der zählt, während sich die anderen verstecken. So läuft Verstecken, ja. Ich habe eine Frage. Ja? Darf man sich überall in der Wohnung verstecken oder nur im Wohnzimmer und der Küche? Also mir wäre es lieber, wenn mein Zimmer und die von meiner Mutter und Thomas ausgenommen werden. Geht klar. Ich habe auch eine Frage. Wir werden hier nie fertig. Darf man sich mit anderen am selben Ort verstecken? Naja, wieso nicht? Aber das verringert natürlich eure Chance als Gruppe gegen den Sucher zu gewinnen. Ob das Versteck das wert ist, musst du entscheiden. Na Haupt, jetzt lasst uns bestimmen, wer zählt. Das macht doch normalerweise immer der Jüngste, oder? Ich finde das etwas unfair. Wir sollten besser losen. Und es sollte mindestens zwei Sucher geben. Alleine macht's keinen Spaß. Okay, okay. Spielen wir Stein, Schere, Papier? Die Verlierer treten dann nochmal gegeneinander an. Okay, spielen wir... Okay, los geht's. Meine Partnerin war Pia. Wir zählten bis drei und ich entschied mich für... Stein? Schere. Bravo, bei diesem Spiel verliere ich nur selten. Ich war zufrieden, da ich mich lieber versteckte, als die anderen zu suchen. Ich wartete, bis die anderen mit ihren Spielen fertig waren. Am Ende blieben nur Iris und Melody übrig. Oh Mist. Sah ganz so aus, als wäre Melody nicht allzu glücklich über die Aufgabe, die ihr nun zuteil werden würde. Iris genauso wenig. Dieses Spiel bereitete ihr ganz offensichtlich Unbehagen. Ich fand das schade, da es ja sehr nett von ihr gewesen war, uns einzuladen. Iris, bist du sicher, dass wir das machen sollen? Oh, ja, kein Problem, mach dir keine Sorgen, Woli. Ich schlage vor, ihr zählt bis 100. Das gibt uns etwas Spielraum, aber auch nicht zu viel. Iris und Melody trotteten mit Grabesmienen von dann. Und die anderen striemen in alle Richtungen auseinander. Die Adrenalinwelle riss auch mich mit und ich beeilte mich, ein Versteck zu finden. Ja, muss ich jetzt nicht nach einem Versteck suchen, wo Castiel auch ist? Er hat ja ganz offensichtlich schon was Bestimmtes gesucht. Oh weh, das Wohnzimmer war schon überrannt worden. Aber niemand schien recht zu wissen, wo er sich verstecken sollte. Hier war nicht der beste Ort, ich sollte woanders suchen. Okay. Im Geheimgarten? Nein? Im Badezimmer? Ja, aber wir dürfen ja gar nicht ins Badezimmer, wenn ich es richtig verstanden habe. Hier brauche ich nicht weiter zu suchen. Ich komme von hier nur in die Schlafzimmer und Iris hat ja gesagt, dass sie nicht möchte, dass wir uns dort verstecken. Ja, dann muss halt irgendein Dialog auch mal passieren hier, Mann. Ich kann doch hier nur von A nach B rennen. Was soll denn das? Oder soll ich doch in eins von den Zimmern gehen? Ich verstehe das Spiel nicht. Was will es von mir? Hier wäre doch nicht schlecht. Nur weiß ich nicht, ob auch noch frei ist. Oh, du bist auch hier. Naja, hier ist eigentlich genug Platz für zwei. Oh, das ist nett, aber es würde ganz schön eng werden. Ich suche mir was anderes. Okay. Ja, dann such dir halt auch was anderes, Mann. Das nervt mich, wenn ich 50.000 Mal hin und her klicken muss. What you want, what you need.
Das geht mir schon wieder auf die Nerven, ne? So richtig auf die Nerven. Was soll denn das? Ich kann doch hier nicht groß irgendwas machen. Soll ich doch nochmal in die Zimmer gehen und irgendwen erwischen, wie er sich versucht, unter Thomas Bett zu verstecken? Wieso verstecke ich mich nicht in der Badewanne? Etwas skeptisch inspizierte ich den Raum. Oh, du lieber Gott. Viola hatte sich am Ende der Wanne zusammengekauert. Du hast mich erschreckt. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand in der Wanne wäre. Also, ich bleib hier. Das scheint mir ein gutes Versteck zu sein. Mir blieb nichts anderes übrig, als weiterzusuchen. Ja, okay. Dann... Sieh aber auch zu, Mann. Ich raste aus. Oh, das nervt mich so. Also, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Das ist Marianas Trench. Ist ein Teil von Masterpiece Theater. Ich weiß jetzt nicht, ob 1, 2 oder 3. Aber ich liebe diese Band einfach. Dieses Mal war es wirklich dringend. Ich konnte die Mädchen in einiger Entfernung zählen hören. 83, 84, 85. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich hinter einem der Büsche zu verstecken. Aber... Naja, das sollte reichen. Und ich glaubte auch nicht, dass sie gehört hatten, wie ich vorbeigeschlichen war. Als ich mich gerade hinkniete, um in einen besonders dicht gewachsenen Busch zu kriechen, hörte ich eine vertraute Stimme etwas flüstern. Mein Herz setzte vor Schreck aus und ich öffnete schon den Mund zu einem Schrei. Doch eine fremde Hand legte sich fest über meinen Mund und erstickte meinen Schrei. Unfassbar, du musst echt ständig rumkreischen. Was zum... Ich versteck mich mit dir, also mach nicht so einen Krach. 99, 100. Wir robbten über dem Boden, bis Äste und Blätter uns komplett bedeckten. Oh weia, dieses Kleid mag ja hübsch sein, aber für diese Sorte Aktivitäten wurde es definitiv nicht entworfen. Ja, es könnte sein, dass wenn Castiel sich jetzt gerade hinter uns befindet, dass er mein Schlübi sieht. Vielleicht sollten wir uns besser aufteilen, dann geht's schneller. Ich mag eigentlich nicht alleine suchen. Oft machen sich Leute einen Spaß daraus, den Sucher zu erschrecken, wenn er sie findet. Okay, ich habe im Garten Geräusche gehört. Ich bin sicher, die verstecken sich alle in den Büschen. Da sollten wir anfangen. Scheiße. Ich warf Castiel einen panischen Blick zu. Das durfte doch nicht wahr sein. War ich wirklich so ungeschickt gewesen? Iris und Melody begannen in den Büschen zu wühlen. Und plötzlich kamen sie uns gefährlich nah. Dieses Mal sind wir geliefert. Wer tut sich da jetzt gerade weh? Aua, verflixt! Ich hab dich, Alexi. Sag mal, geht's noch? Du hast mich mit diesem blöden... Du hast mir mit diesem blöden Ast fast ein Auge ausgestochen. Offensichtlich war Alexi ganz in der Nähe gewesen. Oh, Verzeihung. Ich glaube, du bist viel mehr beleidigt, weil du als Erster gefunden wurdest. Erwischt. Nur einige Meter entfernt war ein ersticktes Lachen zu hören. Das kam von da drüben. Gehen wir. Sie entfernten sich bis in die hinterste Ecke des Gartens, gefolgt von Alexi, der enttäuscht hinterher schlurfte. Das war unsere Chance. Ich gab Castiel ein Zeichen, mir zu folgen. Was für einen Unsinn stellst du jetzt wieder an? Ich wechsle das Versteck, ehe es zu spät ist. Wenn du verlieren magst, kannst du gerne hierbleiben. Nie im Leben, ich komme mit. Ich schlich so leise wie möglich aus unserem Versteck, Castiel dicht hinter mir. Na gut, nun mussten wir schleunigst ein besseres Versteck finden. Oh, eigentlich sollte man nicht schummeln, aber nun, da du dein Versteck verlassen hast, musst du ein neues finden. Ja, toll. Prima. Ich bin begeistert. Gehen wir doch zu Viola in die Badewanne. Nein, tun wir nicht. Nein, nicht hier. Das ist keine gute Idee. Da bin ich anderer Meinung. Hier werden sie uns nicht suchen, weil es verboten ist. Castiel... Schon gut. Alter, wir sollten eigentlich gar nicht in diese Zimmer reingehen, ne? Und wir wuseln da einfach schon die ganze Zeit immer wieder rum. Was ist das für eine Kacke? Ich gebe zu, so langsam gehen mir die Ideen aus. Pippi Langstrumpfs Zimmer also? Wird ja immer besser. Plötzlich vernahmen wir weibliche Stimmen im Nebenzimmer. Wir haben keine Zeit mehr, woanders hinzugehen. Wir müssen uns hier verstecken. Wir könnten einfach hier stehen bleiben. Sie sehen doch nicht in dieses Zimmer.
Sie werden nicht vermuten, dass sich jemand hier reingewagt hat. Dann sollten wir uns erst recht gut verstecken. Wenn Iris uns hier entdeckt, könnte sie böse werden. So kannst nur du argumentieren, Kleine. Iris und Melodies Stimmen kamen gefährlich nah. Schließlich quetschten wir uns mehr schlecht als recht in den Wandschrank und verbargen uns so gut wie möglich hinter den aufgehängten Jacken und Kartons. Plötzlich hörte ich, wie die Zimmertür geöffnet wurde. Puh, das war knapp. Ich wurde stocksteif. Mein Herz hämmerte schmerzhaft in meiner Brust. Oh, was ist los? Sie sind nicht in deinem Zimmer, Iris. Ich glaube, sie sind zu anständig für sowas. Ja, du hast recht. Suchen wir woanders. Durch den Spalt zwischen zwei Jacken konnte ich erkennen, wie sie sich erneut zur Tür wandte. In diesem Moment ertönte ein leiser Signalton. Ich nahm an, dass Iris eine E-Mail oder sowas bekommen hatte. Und tatsächlich machte sie auf dem Absatz kehrt und wandte sich nach ihrem Computer um. Kommst du nicht mit, Iris? Doch, nur eine Minute. Sie ging noch ein Stück weiter und richtete ihren Blick plötzlich aufmerksam auf den Wandschrank. Oh Gott, bitte nicht. Oh, Scheiße. Ich hielt den Atem an und blieb so reglos wie möglich. Im Halbdunkel spürte ich, wie Castiel eine Hand um meine Taille legte. Castiel, ganz blöde Idee jetzt. Also immer gerne, ne? Aber nicht jetzt. Ich musste mir eingestehen, dass es trotz der unangenehmen Lage etwas Aufregendes hatte und versteckt mit ihm zu teilen. Zu unserem Glück entschloss sich Iris doch noch, Melodie aus dem Zimmer zu folgen. Dennoch hielt sie einen Moment inne und tippte etwas auf ihrer Tastatur, ehe sie hinausging. Castiel und ich blieben einige Sekunden lang wie erstarrt, während auf ihres Computer noch ein Dutzend weiterer Nachrichten eingingen. Dann stiegen wir aus dem Wandschrank. Wer schreibt ihr bloß ständig? Vielleicht hat sie einen Freund. Unmöglich. Du bist ja nett. So meinte ich das doch nicht. Aber es ist gar nicht lange her, da hat sie angedeutet, dass sie noch Single ist. Eigentlich würde ich gerne wissen, was dahinter steckt. Oder, oh Mann, ich sollte nicht immer so neugierig sein. Ganz ehrlich. Nee. Nee. Ich sollte nicht so neugierig sein. Ich guck doch jetzt nicht in ihre Nachrichten. Das war ja klar. Du steckst deine Nase fast so gerne in andere Leute Angelegenheiten wie Peggy. Ich wusste doch, dass jemand hier war. Iris, entschuldige, wir wollten nicht... Ich hatte doch gesagt, dass ich nicht möchte, dass sich jemand in den Schlafzimmern versteckt. Ach, Iris. Es tut mir leid. Entspann dich. Wir wollten nur das Spiel gewinnen, sonst nichts. Ist schon gut. Ihr habt ja kein Chaos angerichtet. Das ist die Hauptsache. Ihr Tonfall änderte sich überraschend schnell. Bildete ich mir das nur ein oder war ihr Verhalten heute irgendwie merkwürdig? Es gingen mehr und mehr Nachrichten ein, während wir das Zimmer verließen. Das ist eigentlich wirklich seltsam. Na gut, wir müssen noch einige Leute finden. Während ihr wartet, dürft ihr euch gerne in der Küche bedienen. Es gibt Getränke und Gebäck für alle. Bist du uns noch böse, weil wir in dein Zimmer gegangen sind? Also das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil ich wollte sie nicht böse machen. Hätte ich entscheiden können, wäre ich auch definitiv nicht reingegangen, aber es ging halt nicht anders. Aber ja. Oder sollen wir das einfach aus dem Kühlschrank nehmen? Oder wer wurde denn noch nicht gefunden? Bist du uns noch böse? Aber nein, alles gut. Also dann, ich gehe mal zurück zu Melodie. Bis gleich. Okay. Bilde ich mir das nur ein oder war die Sache eben extrem merkwürdig? Ich glaube, sie war nicht unbedingt begeistert. Ich habe Iris noch nie so sauer erlebt. Und eine Sekunde später ist sie wieder so mega lieb wie immer. Tja, Menschen sind halt nicht immer so, wie man sie kennenlernt, ne? Jeder Mensch hat Grenzen. Ihre haben vielleicht was Ihre haben wir vielleicht etwas ausgereizt. Ich mag's ja auch nicht, wenn man meine Privatsphäre verletzt. Sag bloß. Na komm, lass uns was trinken gehen. Okay, aber die Küche. Da sind ja unsere Turteltäubchen. Alexi!
Klappe. Das war gut. Ach, hier ist doch keiner außer uns. Also, war es reiner Zufall, dass ihr euch zusammen versteckt habt? Jetzt ist genug. Jeden Moment könnte jemand hereinkommen. Viola, wolltest du dir auch was zu trinken holen? Ja, Iris meinte, ich kann mich bedienen, aber ich traue mich nicht wirklich. Kein Problem, ich kümmere mich um alles. Was willst du haben? Saft, Limonade, Punsch? Ich hätte gerne etwas Orangensaft, bitte. Ich schenke dir ein. Ich würde auch gern mal den Punsch probieren, bitte. Oder Limonade, bitte. Also ich würde den Punsch jetzt eigentlich nicht nehmen. Eigentlich. Aber ich weiß es nicht. Naja, ich würde einfach sagen, diese Entscheidung treffe ich im nächsten Part und guck mal, was dann dabei rauskommt. Ciao, ciao, meine lieben Ananäschen.